Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 3. So, wir sind hier in Aspen und das sieht nicht gut aus. Also gar nicht. Aber dann müssen wir gucken, ob wir gut ausgestattet sind. Ich glaube. Okay. Können wir hier irgendwas machen, ohne dass man oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Mir gucken mal, was es da hinten gibt. Wenn das nicht absolut schief geht. Sofern der uns lässt. Also kann natürlich Sinn. Oh. Okay. Oh, warte mal, das können wir uns doch eventuell angucken. So, hier hinten müsste man eigentlich sicher sein. Was ist das? Schlösser knacken. Oh, guck mal. Oh, wow. Oh. Warte. Die Irre. Oh, ich komme jetzt nicht hin rum. Must be a switch to bring that bridge down somewhere. Ja, ja. Okay, das geht nur bis hier. Schlösser knacken kann ich mit dem hier allerdings nicht. Gehst du jetzt wieder da runter oder? Oh fuck. Oh je, ich weiß nicht, ob das reicht. Aber es wäre doch mal gut, wenn wir uns hier ein bisschen. Was haben wir dann hier alles? Lass mal gucken. Irrer. Qualmer, Irrer, Atmer. Oh, wow. Hier ist der Steuerungsanlage. Für die Brücke. Dann müssen wir doch hier drin. Fuck. Keine Ahnung. Schlösser knacken. Das kannst du, oder? Eventuell bringe mal. Ich hoffe, der Klon macht uns jetzt hier geärger. Wissen, sollen wir mal alle gar hier hinne hin? Hier hinne wäre auf jeden Fall ein bisschen. Bisschen Deckung. Komm, das kann jetzt eher schon nichts schade, denke ich. Oh, nein. Was? Was war das? Mitarbeiter-Lounge. Interessant. Oh, fuck. Da kommt wieder jemand. Komm. Weg. Eventuell kommen wir noch an diese Kiste hier. Komme ich da oben ruf oder soll man einfach hier eskalieren? Oh ja. Keine Ahnung, wie schnell man hier auffalle. Wahrscheinlich funktioniert das nicht so ganz. Okay. So, warte mal. Hier ist viel. Gut, wo müsste man uns denn hinstellen? Haben wir noch unser Auto? Das könnte uns auch helfen.
hier, du kommst wo du hin. Du hast nämlich viel, viel, viel Cover. Ich hoffe, das geht klar, dass die Döne stehen. Du musst eher hier rinrennen. Marshal Quan ist da hin. Was machen wir mit dir? Ja, du würdest hier hinten eigentlich auch ganz gut stehen. Weil hier ist überhaupt keine Deckung. Jo, ein bisschen verteilt Zimmer. Nein. Hier, komm. Fang mal fahren. Oh! Hat das Ding drin gehauen? Ach, der dumme Klon tut uns komplett Dings versauen. So, komm, Marshal Quanmo hier hin. Qualmer. Oh, es war falsch. Oh, Mist. Moment, da haben wir. Das müssten die dort 2A noch kriegen, oder? Die 2. Ja, nicht ganz, aber das hat gut drin gehauen. Da müssen wir dann halt wohl das hier machen. So, warte mal. Oh ja, gar nicht mal so schlecht. Oh ja. So, da fahren wir noch ein bisschen und dann. Ja, der macht mir viel da. Nicht schlecht hier, nicht schlecht. Außer Reichweite. Verdammt, der Klon steht so blöd. Oh, guck mal. Das ist doch so großer. Ah, okay. Guck mal, der hat gar nicht mehr viel. So, oh ja. Jetzt haben wir die Sau losgelost. Fehlschlag, schade. Ich fand's so geil, er und du macht Party und die Sau rennt drin. Das war witzig. Nee, warte mal, Lucia, kannst du eventuell. Ja, kannst du, perfekt. Warte mal, das ist, glaube ich, noch. Es geht noch so. Oh ja, das da war super.
Die Waffe ist einfach nur geil. So, warte mal. Wunderbar. Dann kannst du direkt eigentlich nichts machen. So. Hinterhalt, unser Autochen. Kann auch ein bisschen mithelfen. Nicht genügend AP. Ach, ich bin zu weit gefahren. Verdammte Axt. Ja, komm. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Marshall Kwon darf noch. Sehr schön. Geht er mal hier hin und... Reichweite, dann machen wir das hier. Hey! Gasgranate. Oh, der hat die Sau vergiftet. Also war ungut. Irgendwie fällt mir gerade auf, dass wir hier gut Energie verloren. Das müssten wir irgendwie mal reparieren. Bekommen wir nochmal drauf hauen. Sehr schön. Das ist dann, denke ich, nur. Sie kann das, denke ich, aufpicke. Wunderbar. Dann müssen wir ein bisschen Munition sparen. Wer kann schon du? Keine Munition. Ach, da haben wir keine Munition. Das ist nicht so wild. Können wir nur laden. So, kommt du mal hierher gestürmt und. Das ist nur noch der. Okay. Oh, super. Super. Hi, Rangers. Oh, fuck. Daddy told you to call on me. Gosh darn great to meet you. We're rolling out the red carpet for you. Na, super. Das war gar nicht so... Unleise. Wir sind hier vergiftet. Das gilt gar nicht mehr lang. Ach doch, noch so lang. Passiert unserer Sau irgendwas? Ich hoffe es doch nicht. Schwere Waffen. Atemschlauch. Hat schon jemand vergiftet? Nö. Was warst du da? Verletzungskasten. So. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, dass mir halt... ...komplett hier... Hier drin geht es bestimmt ab. Wir gehen mal lieber da oben rum.
Oh, Aspen Radiowerbe. Gold. Ski Lodge and Resort at Take One. Go ahead, Mr. Torrance. Yep, experience the pinnacle of luxury at the... Luxury? They're kidding, right? I've been in that place, and let me tell you, it ain't been luxurious since Liberace was knee-high to a candelabra. The lobby looks like the snack bar to drive in, and the room had lime green carpet and orange walls. Orange. Mr. Torrance, we only have you booked for, like, half an hour. And the food? Prawns and aspic? Lobster Newberg? The whole menu looked like it had been cooked 30 years ago, and tasted like it had been heated up 30 minutes ago. Mr. Torrance. Alright, alright. It's not me who's gonna get sued for false advertising. Let's go, take two. Nicht so toll. Ja, wir mal. Jetzt sehr gut. Dich müssen wir nur verarzten. So, wir müssen die Sau verarzten. Das geht so nicht. Die muss volle Energie haben. Die geht bestimmt gleich ab. Oh, guck mal da. Das ist ein neues Ding. Ist noch total fit, das finde ich gut. Was bist denn du? Du bist auch noch fit. Wunderbar. So. Was haben wir hier noch alles? Mal gucken, was wir nichts vergessen. Jo, okay. Dann Rasselbande, wir gehen hier oben. Oh ja, guck mal. Werbung 1. Experience the pinnacle of luxury at the breathtaking Summit Ski Resort and Lodge. Board our motor coach in downtown Aspen for a secluded mountain getaway in one of our cozy rustic cabins. Spend the day on one of our private slopes and then retire to our Swiss style chalet for an après ski cocktail or a warm cup of cocoa. Enjoy live music at the Edelweiss Lounge or unwind at our indoor pool and sauna. Ski season is almost here, so book your stay today at the Summit Ski Resort and Lodge. Yep. Please don't let him find me. Oh. I can't believe you're here. Whoa. I thought I was gonna have to make a run for it or eat my own fingers or something. Nee. Name's Opie. I've been hiding in there since Vic and his crazies rolled through. Eating the food saved up for my trip home. Listening to the screams. Hearing weird sounds. Wondering where they'd, you know, find me and kill me. Like breathing. Slow and steady with clicks and whistles in it. I caught a glimpse of some skinny, long-clawed thing. Oh, das hört sich gut an. It's good to hear that. I ain't never been no fighter, buddy. Not like you bunch. What are you, mercs? Ja, kommt hin. Boah. You what? Oh. Wow. I mean, I heard of you, of course, but I thought the lot of you were out in Arizona. Anyway, glad you're here, buddies. I'd be dead otherwise. Anyhow, I'll be here while you take care of these punks. If you, you know... Got any questions or goods to trade? Let me know. Oh, it's a Händler. I'm a trader. Like I said, out of Colorado Springs. I drive back and forth sometimes, selling supplies. Good stuff, by the way. Real good stuff. I also carry messages and mail up for anyone stuck on 82 duty. I guess that's over now. Vic and his pals have pretty much killed everyone. No one's going to be using this place for rest and relaxation for a good long time. Well, you know, how the road up here is called 82, that's part of it. But it comes from an old saying. If you say he was 86, that means he was driven out 80 miles and buried 6 feet under. Okay. So, 82 duty, it's like that. You ain't dead, see?
You just wish you were, and you're still in the middle of nowhere. That was before, anyway. Everyone who got sent up here on 82 duty is probably 86, good and proper. No more complaints, no more card games, no more packages for the family at home. Okay. Of the 100 families used it for vacations, hiding away from the crowd and such. The patriarch, he'd also use it for summits and such like. Though I tell you what, he ain't been coming up lately. The bridge outside leads to the gondola. Should be a control computer for it somewhere inside. Mm-hmm. Anyway, the gondola can take you up to the summit, where you'll find the old ski lodge. Vic's probably holed up in there. Mm-hmm, okay. Not much at all. I got here just before the fight. Vic laughing and killing alongside his pals. Some weird-looking ones in strange suits with hoses and such. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Oh, sure, buddy. Yeah, here you go. Hier verticken wir unseren Müll. Was haben wir dann hier? Überleben. Oh, nice. Das haben, will ich haben. Tauschhandelbonus. Waffenmod. Oh. Maximaler Schaden. Das ist cool. Aber ich habe kein Geld. Kann ich irgendwas verticken? Ich habe doch so Goldbarren aufgesammelt. Der bringt doch einiges. Das Überleben, das bringt uns was, definitiv. Habe ich nicht irgendwo Goldbarren gefunden? Hier. Kaufspreis 250, also nicht so viel. Ja, warte mal, was ist denn da? Level 20 Beine, Panzerung plus 6. Klingenwaffe, boah. Och, das ist alles so teuer, aber der hat richtig schöne Dinger. Boah, Witwenmacher, der ist doch, das ist so wesentlich besser als was die hier hat, oder? Okay, Grundchance ist halt besser. Kritische Chance hat nicht so hoch. Aber der macht halt doppelt so viel Schade. Boah, aber da mal halt kein Geld. Ich glaube, da muss ich nur, da muss ich mal drüber nachdenken. Ob man da jetzt nicht noch irgendwas kaufen. Schlösser knacken? Was kann ich, wer kann denn das? Du? Du? Kannst das doch. Holy shit! Aspen's under attack! Fuckers came right out of the snowstorm and they're shooting anything that moves! Sounds like a fucking war zone out there! I don't know what the fuck I'm gonna do! I locked myself in the back room with most of my gear, but I lost my damn glasses out in the snow! I just gotta lay low and hope nobody comes looking. Been about 24 hours since the attack, I guess. Didn't get much sleep. Shooting stopped mostly, but I can still hear screams up by the lodge. Awful sounds. It's been 3, maybe 4 days now. Quiet out there. Most everybody must be dead. I got enough food for maybe another day if I stretch it. After that, I don't know. Wait, something's happening. Oh, please, God, let it be the marshals. Okay. Da muss ich mal in mich gehen, ob man da nicht irgendwas kaufen. Mal hier. Oh, Bombe entschärfen, das kannst du doch. So, ich würde sagen, hier geht es doch bestimmt gleich ganz toll weiter. Guck mal hier, ja, auf jeden Fall, da ist einiges los. Deshalb machen wir hier Pause. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.